Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge sind wir zu diesem Turm hier gekommen. Oh, hallo. Sind da runter gehüpfelt, haben uns ein bisschen wehgetan und jetzt sind wir da. Und hier ist ein kleiner Susurbaum. Spannend, hier sind Susurblüten. Ich nehme die jetzt mal nicht mit. Wir wissen ja, was sie bewirken. Mit ihren antimagischen Feldern. Aber ich habe schon so eine Idee, wie wir eventuell diese Türme hätten zerstören können. Das sind ja magische Türme wahrscheinlich. Das heißt, im Umkehrschluss hätten wir die dabei gehabt, diese Susurblüten, hätten die wahrscheinlich nicht auf uns feuern können. Oh, verlangsamen. Auch spannend. Vielleicht hätten wir sie auch so weit verlangsamen können, dass sie uns nicht mehr treffen hätten können. Weiß ich nicht. Naja, gut. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja noch mehr dieser Türme. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Testen. So, hier ist ein Scharnier. No way to ignite these. Strange. Hier ist verschlossen. Oh. Bitte lass uns jetzt hier nicht. Lass uns hier nicht feststecken. 15. Na komm. Oh. Alter Schwede. Das war. No time to rest. Das war aber sehr close. Das war schon Miroslav close, sag ich euch, du. Was ist das hier für ein Hebelchen? Ah! Okay, das ist der Türhebel. Nice. Might be useful. Hier ist wieder so eine Lolfskerze. Ach, das ist ein Stein. Nimm den mal mit. Komm und schnapp ihn dir. Ey, die sind doch sicherlich was wert, diese. Ah. Oder auch nicht. Die Entwickler haben einfach keine Ahnung von den Sachen, die was wert sind. Versuch dir mal ein Destillierapparat zu kaufen, warum auch immer du einen solchen haben wollen solltest. Die sind teuer, die Dinger. Ah, da ist das Loch. Okay. Das ist dieses eine Loch, was wir letztes Mal wahrscheinlich sahen. Gut. Was ist das denn hier? Abhandlung über die antimagischen Eigenschaften der Susurbaumblüte. Interessant. Dracheneipilz. Nachtlichtwedel. So einen habe ich auch immer dabei. Sozusagen an mir dran. Die magischen Die magischen Eigenschaften war bestimmt ein Niederländer. Die magischen Eigenschaften von Susurbäumen werden schon lange debattiert. Interessant ist dabei nicht nur ihre Fähigkeit, antimagische Aulen zu erzeugen, die sogar gespürt werden können, wenn keine Einstimmung auf das Gewebe vorliegt, sondern auch und vor allem die Möglichkeit, aus Wurzeln, Rinde und Blüten magische Gegenstände herzustellen. Wer in der Oberwelt lebt, sollte nun hellhörig werden. In Siedlungen bei Zugängen zum Unterreich gibt es bisweilen Gerüchte über solche Objekte. Tatsächlich bestätigt werden konnte deren Existenz von unseren Klerikern oder anderen angesehenen Gelehrten bisher jedoch nicht. Ich habe immer gemutmaßt, dass diese Objekte mehr als nur Legenden sind und wirklich. In dieser Abhandlung werde ich erläutern, wie ich selbst Gegenstände mit antimagischen Eigenschaften sowie solche erzeugt habe, die die Magieabsorption von Susurblüten als Energiequelle nutzen. Auf den folgenden Seiten wurden Linien gezogen, als hätte der Autor sie noch beschreiben wollen, doch der Rest des dünnen Buches ist leer. Alles klar. Aber ich nehme das mal mit. Ist ein gutes Buch. Nicht nochmal lesen. Aber das ist, weißt du, das ist so eine Lektüre für ein Abendmahl, ne? Briefe aus Kerzenburg, auch das wunderbares Buch. Kerzenburg, war das nicht die allererste Region in Baldur's Gate 1? War das nicht der Spielstart, Kerzenburg? Ja, es ist so lange her mit Baldur's Gate 1, ne? Aber verwelkte blaue Blütenblätter. Und ein Generator. Ich habe schon wieder Ideen. Ich habe blöde Ideen. Ah, okay. Ja. Ich habe eine Idee.
Ich habe eine Idee, brauchen wir gar nicht lange rum schlawenzeln. Wir holen uns Susurblüten und hauen die in den Generator. Ich weiß nicht, ob der an ist. Wenn er an ist, wird das passieren, was ich euch gesagt habe. Diese Turrets, die sind dann aus. Wenn er nicht an ist, wird das Gegenteil passieren. Alles geht an. Mark my words. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich KLUK bin. Kluck. So. Easy. Einfachstes Rätsel ever. Brauchen wir gar nicht lang reden. Kombinieren. Bumm. Tschüss. Oh. Siehst du, ich hab doch gesagt, das macht was. Was macht das mit euch? Hä? Huh? Was macht das mit euch, meine Lieben? Ah, sie deaktivieren sich. Nice. Oh. Geil. Noch geiler. Flumps. Mega. Ich weiß nicht, was hier sonst noch so ist, aber es werde Licht. Geil. Sehr cool. KLUK, Leute. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Das ist des Rätsels Lösung. Manchmal denken die Leute immer, ich wäre doof. Aber eigentlich bin ich KLUK. Kluck. Sehr, sehr kluck. Quick Save. Man weiß nie, was man gerade gemacht hat, ne? Seelenmünzen. Ich glaube, die haben wir schon mal. Haben wir die schon gelesen? Ich bin mir nicht sicher. Das ist noch eine Kiste. Ich müsste echt mal Alchemie machen, ne? Alchemie. Was ist das jetzt hier? Aufstieg. Ja, in die erste Liga wollte ich schon immer mal. Ja, ist ein Aufzug, okay. Oh, nice. Und lass mich raten. Nee, doch nicht. Ist nicht der Ausgang hier. Ich dachte, das wäre jetzt der Ausgang. Aber das ist er nicht. Ein Balkönchen. Jungs und Mädels, ich würde sagen, das wird unser neues Gildenhaus hier. Wir bleiben hier. Diese Tim-Masken, sind das nicht die Pilze, die wir brauchen? Tim-Maske Sporen. Irgendwas war da doch... Ja! Für Omelum. Ah, oh, nice! Oh, jetzt bin ich happy. Also nicht nur, weil ich wie so ein blindes Huhn mal ein Korn gefunden habe, sondern weil ich eine Quest auch noch gleichzeitig erledigt habe. Was ich mir echt noch wünschen würde für Baldur's Gate 3, wenn in einem Behälter nichts drin ist, dass der von Haus aus irgendwie mit leer angezeigt wird. Das finde ich so doof. Klickst du an und da ist nichts drin. Ich meine, wenn irgendein Schrott drin ist, okay, kein Thema. Aber, weiß ich nicht. Wenn da eh nichts drin ist, dann brauchen wir es doch auch nicht untersuchen, oder? Let's see what this does. Ja, was macht wohl diese Tür? Explodieren.
Ja, jetzt sind wir aber da, ne? Und wissen nicht, wie es weitergeht. Können wir nochmal aufsteigen? Ja, wir können nochmal aufsteigen. Jetzt ist erste Liga, Leute. Erste Liga, schalalalala. Oh, oh, oh. Ah, ne, die sind ja aus. Ha. Okay. Aber hier geht's auch nicht raus. Wir sind immer noch nicht. Sind wir immer noch nicht oben? Ah, ne, hier können wir nochmal aufsteigen. Oh, ist doch noch zweite Liga. Noch nicht erste Liga, schalalalala. Truhe des Profanums. Hä? Warte mal. This was different, als ob das jetzt ein anderes Item wäre oder so. Oh! Mystras Gnade. Oh, Federfall. Warte mal, neueste. Diese Truhe verwandelt Sachen. Ja. Herzlichtbombe. Ey, wir sollten die Truhe mitnehmen. Making me sweat. Ich sag's euch, wie es ist, wir nehmen die mit. Let's get going. Die ist mega schwer, aber ich will die haben. Ich bin mir sicher, mit der kann man wilde Dinge machen. Ah, die wiegt doch nur eins. In die könntest du Sachen reinlegen, dann verwandeln die sich. Und dann kannst du die wieder rausnehmen. Warte mal, ich möchte das testen. Ich meine, wir schmeißen jetzt einfach mal die Robe rein und nehmen sie wieder raus. Oh, geil! Wie geil ist das bitte? Da kannst du jetzt quasi alles Schwere reinschmeißen. Kannst du immer mitnehmen. Kannst alles Schwere reinschmeißen. Es hat alles ein Gewicht. Oh, geil! Kannst du sagen, okay, ich euch die... Zack, Tasse. Und jetzt nehme ich sie wieder raus. Zack, Stab. Ah, oh, cool. Kann ich das... Ja! Das ist ja genial. Das ist ja absolut genial. Was ist das für eine geile Truhe? Das ist ja... Das ist ja fantastisch. Aber pass auf, warte. Ah, öffnen. Zack. 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 Wir werden nie wieder... Oh. Wir werden nie wieder in unserem ganzen Leben Probleme haben mit Überladen. Nie wieder. Nie wieder. Das löst alles. Wir müssen es einfach nur in diese blöde Truhe schmeißen. Das ist ja absolut genial. Das ist ja, fantastisch. Mit jedem Wesen leuchtet ein Licht, es kriecht nach oben in hartem Bestreben, vernichtet alles in seinem Angesicht, wir töten den Rest, um ihm Leben zu geben. Okay. Ja, Aufstieg des Bösen. Hui. Ah, da ist der Ausgang. Okay.
Oh, das ist ja fantastisch. Hattet ihr dieses Ding schon? Wusstet ihr von dieser Truhe? Ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Habt ihr gerade was dazugelernt? In einem Let's Play, das definitiv kein Guide ist? Habt ihr gerade was gelernt? I'll give it a shot. Nee, wusste ich schon alles. Halt die Fresse, Bombardier. Oh, geil. Der Turm ist ja Gold wert. Ey, das ist einer der krassesten Gegenstände im ganzen Spiel, würde ich sagen. So, erste Liga, Leute. Erste Liga, schalalalala. Erste Liga, schalalalala. Gravierte Gizianki-Scheibe. Bevor ich die aufnehme, werde ich mir Lazelle holen. Müssen wir kurz mal tauschen, glaube ich. Das nehme ich. Geh halt aufs Bett. Oh. Himmel. Himmel. Ich möchte das Porträt haben. Ich komme da echt nicht hin. Karlach, kommst du? Hey, warum ist sie überladen? Sie ist doch nicht überladen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist sie überladen? Oh, 493 wiegt das Ding. Aber... Hä? Hier steht oder... Ist das ein Bug? Ist das jetzt ein Bug? Ich schick mal das Ding ans Lager. Das können wir ja machen. Hä? Aber das finde ich jetzt komisch. Ist das ein Bug? Oder will man diese Truhe doch nicht als so geilen Gegenstand nutzen? Ja, lecko mio. Das ist ein starker Ring. Arkane Kunde plus 1, Religion plus 1. Das ist ein ganz klassischer Ring für Schattenherz. Das ist nice, das Teil. Have a lot on my mind. And ist ein Knöpfchen. In it. Ich schaue mich jetzt erstmal um, ne? Das hier lese ich jetzt nicht durch. Ich nehme es nochmal mit. Tigernebel. Nehmen wir mit. Polsterstuhl. Nehmen wir mit. Hey. Very well. Hakenschreckenkopf. Kugel. Plenty left to see. Ja, das ist so. Oh, Donnerwoge. Tod und Auferstehung. Feines Buch. Die Wege in die Finsternis. Handgeschriebener Brief. Aha. Liebste Lenore, ich weiß nicht, ob ich es schreiben soll, aber euer letzter Brief hat mir große Sorgen bereitet. Warum bei allen Höllen solltest du einen Landheit sämen? Nur weil ihr eine bei Myrnas Grab gefunden habt, ist das noch lange kein Zeichen. Ich mache mir wirklich große Sorgen um euch, Lenore. Ein Landhai ist kein harmloses Haustier. Ihn als Wachtier zu nutzen ist die eine Sache, aber ihr scheint von ihm sehr angetan zu sein. Ich weiß, dass ihr nicht zurückkommen wollt, ehe ihr eure Forschung abgeschlossen habt. Aber wenn ihr euch allein fühlt, steht euch meine Tür stets offen. Liebe Amarit. PS, es freut mich wirklich sehr, dass ihr den Herbstkrokus an Myrnas Grab gepflanzt habt. Ich weiß noch, wie sie gern darin herumgetrollt ist, obwohl sie danach immer niesen musste. Sie war so ein lieber, treuer Hund. Ich wünschte, ich könnte noch mehr tun. Myrnas Grab, das war dieses eine Grab, das ich nicht ausheben wollte. Das war ein Hundegrab. Okay. Gut, dann passt das, ja. Das haben wir schon. Ich lese das mal. Man weiß ja nicht. Manchmal kriegt man ja auch Infos, die man dann später einsetzen kann, ne? Die Gizianki-Scheibe. Ich bin mir sicher, da hat Lazelle eine Meinung zu. Something good here. I hope. Oh. Oh.
Okay. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Wir schauen uns hier noch. Wir nehmen noch hier alles mit und dann holen wir Lesel kurz. Lassen wir Karlach mal ein Minütchen zurück. Aber es ist schade mit dieser einen Truhe, dass sie so viel wiegt, ne? Teleskop, kann ich da durchgucken? Kann ich da irgendwas sehen? I spy with my little eye. Nothing of note, really. Okay. Gut, Lager und das Menü zum Lager. Gut, Karlach. Makes my day better. Du bleibst mal kurz hier, bitte. Copper for your thoughts. Oh, come on. You don't mean that. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Ja. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, aber ich muss mal schnell Lesel. Vielleicht entgeht uns sonst was. Speak. Letzel, habt ihr nicht so. It is done. Flups. Lager verlassen. So, have we buried the hatchet, Lesel? No. Why would I bury a weapon? Is it broken? It's a metaphor. I do not know your metaphor. But if you need help digging, I will find a shovel. Sehr schön. So. Repositioning. Lesel, was hältst du von dieser Githyanki-Scheibe? Die genau hier liegt. Auf ins Graue haben wir ja auch noch. Das müssen wir auch noch lesen. The disc appears in your mind's eye. Lesel sees it too and considers the vision. Tissue markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story. About Orpheus. Your head buzzes in concert with Lazelle's, but it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Wer ist Orpheus? A traitor. A dead one. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. Das schafft ihr schon. Sagt mir, was da steht. Very well. I will read it to you. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people. Was? Her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the empire against the Mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. Disregard this drivel. Gith declared Vlakith Queen of the Empire and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. Und wenn sie wahr ist, es klingt, als hätte Vlakith Gith verraten und sich den Thron angeeignet. She did nothing of the sort. Thank your good fortunes, I'm a tolerant woman, or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Aber die Tatsache. Never a dull moment. Dass sie es nicht getan hat und die Tatsache, dass sie nicht mal irgendwie einen Gefällt-mir-nicht-Moment hatte, zeigt doch, dass sie da selbst nochmal so ein bisschen unsicher ist, oder? Das zeigt mir, dass sie
Oh, warte mal, da ist nochmal so eine Scheibe. Warte, Lazelle. Oh, nice. Das war's für mich. Schnauze. I'd much rather be outside with the sun on my skin. You've only just come to tolerate sun and you're already nostalgic. If you're going to complain the whole way, by all means, return topside. You could use the color. Anything of use? Es ist interessant, dass Lazelle viel, viel mehr Dialogzeilen hat als Karlach gefühlt, ne? Spannend. Okay, gut, zurück ins Lager. Und Lazelle wieder weg. Ey, keine Ahnung. Ich finde Lazelle sympathisch an sich. Bisschen nervig manchmal, aber an sich sehr sympathisch. Aber ganz ehrlich, Karlach ist viel, viel cooler. Chuck, you believe you can survive without me, as you say. Ich finde Karlach viel, viel cooler. Soldier? Also die ich jetzt dabei habe, das sind tatsächlich auch meine Lieblingscharaktere. Hell yes. Will finde ich irgendwie so ein bisschen allglatt. Gale finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so spannend. Vielleicht hat er eine spannende Geschichte. Wir werden es bestimmt noch erfahren, aber weiß ich nicht. Achso, da war noch ein Knopf, ne? Here goes nothing. Oh, bevor ich den aber drücke, erstmal Quicksave machen. Man weiß ja nie. Strange place for a button. Especially one that doesn't work. Oh, Karlach hat was zu sagen. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Ja, klar. Habt ihr keine Angst, dass das eure Maschine überlastet? Nah, it'll be fine. Habt ihr einen Münzschlitz im Herzen? Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash. Drop a coin in. See what happens. Mein Interesse ist geweckt. Im nächsten Kampf bekommt ihr eine. Fuck yes. Hey. Now I just need something to sink my teeth into. Language. Wofür ist dieser Knopf gut gewesen jetzt? Das ist die Frage, ne? Wir werden es herausfinden. Vielleicht in der nächsten Folge. Denn das war's wieder. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Hier geht's nochmal hoch. Wir sind doch immer nicht in der ersten Liga, Leute. Wird toll. Macht's gut. Ciao.